Servus Freunde, willkommen zu Steam World Build. Da gucken wir jetzt mal rein. Ich habe das schon mal so ein bisschen angefangen und das ist auch ein bisschen eskaliert. Ich finde das ziemlich cool. Und das, das machen wir jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken, kleiner dir besonders. Ich habe keine Ahnung, was gibt es denn hier? Die empfohlene Spielvariante für Neulinge. Weil die Feinden stellen, die eine Herausforderung darstellen. Okay, das Tutorial kann ich hier ausmachen. Das habe ich schon hinter mir. Okay, wir machen mal das. Keine Ahnung. Ah, dann gibt es noch hier entspannt, schwer und Sandbox. Okay. Das Tutorial machen wir, wie gesagt, mal aus. Und dann nennen wir das Ganze mal Kieseltal, weil das ist ja schön. Ja, ja. Jo, das kannst du ruhig überschreiben, das ist überhaupt gar kein Problem. Ein Spiel von The Station. Siehst du all diese Sterne da oben? Da werden wir leben, wenn wir von dieser Welt entkommen. Da sind so viele. Auf welchen denn? Such dir einen aus, Kleine. Aber wie kommen wir denn dahin? Indem ihr meinen Plan befolgt. Was ist denn dein Plan? Ich bin hier, um euch alle in Sicherheit zu bringen. Das ist der einzige Zweck meiner Existenz. Ein Glück, dass Papa dich gefunden hat. Es ist schön, dass jemand auf uns aufpasst. Und wie? Also, wie wirst du uns helfen? Ich erkläre es dir. Vor langer Zeit wurde hier ein Schatz uralter Technologie vergraben. Eine Technologie mit der Macht, das zu vollbringen, was ihr braucht. Sie liegt tief, tief unter der Erde. Aber wie du siehst, bin ich nicht in der Lage, sie auszugraben. Pa und ich sind echt gut darin, Sachen auszubuddeln. Ja, ihr Bot seid perfekt für körperliche Arbeit. Glaub aber ja nicht, dass das ein Spaziergang wird, meine eifrige kleine Freundin. Wir müssen in größere Tiefen vordringen, als du es je für möglich gehalten hast. Und erst wenn wir den tiefsten Punkt der Welt erreicht haben, finden wir den Weg zu den Sternen. Na, wenn die Sache nicht leicht wird, brauchen wir die bestmögliche Vizekommandantin, um sicherzustellen, dass wir dorthin kommen. Wen denn? Dich, natürlich. Wow, heißt das, dass ich auch ein Held werde, wie du? Helden geben den Leuten Hoffnung, oder? Die hast du mir schon immer gegeben, Kleine. Heißt wohl, dass du schon immer eine Heldin warst. Das ist ja schön. Sieh doch, Pa, ich sehe ihn, den Minenschacht. Also dann, Leute, an die Arbeit. Jack Clutch Sprocket. Wir müssen konzentriert bleiben, wenn wir die antike Technik finden und von diesem Felsen entkommen wollen. Ja, rauscht nur. Hast du das gehört? Irgendetwas macht da ein Geräusch. Bestimmt nur ein paar quietschende Scharniere am Aufzug des Minenschachts. Den machen wir im Handumdrehen wieder flott. Das hoffe ich für dich. Ich bin ruiniert, wenn das nicht klappt. Hörst du? Ruiniert. Als erstes müssen wir aber diese Stadt wieder in Gang bringen. Quetsch die Ressourcen der Gegend und die Leute bis auf den letzten Tropfen aus. Das ist vielleicht etwas hart, Ma'am. Tu es einfach. Ah ja, okay. Jetzt ist das mit dem Tutorial natürlich so eine Sache, ne? Es gibt Momente, da wäre das vielleicht dann doch ganz intelligent gewesen. Wir bauen erstmal ein bisschen Weg hier hin. Und ich glaube, dann brauchen wir Wohnhäuser. Ich glaube, so funktioniert die Kiste.
Und für Wohnhäuser, wir machen mal hier die Straße hin. So. Naja, bin Straßenfetischist. Ich brauche hier irgendeinen Meilenstein, dafür brauche ich Arbeiter. Die Arbeiter brauchen einen Gemischtwarenladen, das weiß ich aus Erfahrung. Den könnten wir hier hinstellen. Also jetzt freuen die sich total, dass die einen Gemischtwarenladen haben. Ich brauche da aber auch ein paar von, also ein paar mehr. Ich stelle mal hier so ein paar auf. Mal gucken, zu was das führt. So, da ist der erste Meilenstein freigeschaltet. Jetzt brauchen die natürlich auch noch mehr wie nur das, was wir ihnen präsentiert haben. Das ist ja klar, ne? Erstmal kann man jetzt ein Lagerhaus bauen. Da fangen wir mal mit an. Das stellen wir mal direkt dahin. Dann brauchen wir ein Sägewerk. Und zwar machen wir hier hinten erstmal einen Holzfäller hin. Jetzt beschweren sie sich, dass der nicht mit dem Bahnhof verbunden ist. Ja, ja, die Beschwerde kenne ich. Moment, das machen wir mal so. Und dann machen wir hier noch was hin, weil wir brauchen für das dann auch ein Sägewerk. Das stellen wir direkt daneben. Und was gibt's hier? Eine Wartungswerkstatt. Heute außerhalb des Anwendungsbereichs Lagerhauses. Achso, das mit dem Lagerhaus, das war auch wieder ein... Wir können das aber bewegen, das ist kein Problem. Dann stellen wir das Lagerhaus erstmal direkt daneben. Und was hatte das jetzt mit der Wartungswerkstatt auf sich? Musste die hier hin? Ich glaube ja, ich glaube, das freut. Jetzt können wir auch Dekorationsgegenstände bauen. Hier wie Ramsch, ne? Kannst du hier einen Reifenstapel hinstellen. Weiß nicht, ob das dann wirklich schön ist, aber... Lagerhaus haben wir gebaut. Jetzt arbeiten wir darauf hin, wir brauchen 70 Arbeiter für eine Kaktusfarm. Da machen wir erstmal hier wieder ein Sträßchen hin und bauen das hier so drum. Ah, jetzt fehlen mir Bretter. Daher auch das Sägewerk, das ergibt Sinn. Ne? Allerdings dauert das eine Weile. Man könnte das jetzt im Zeitraffer vorlaufen lassen. Und zwar so. Das würde der Sache ein bisschen entgegenkommen. Man muss dann nämlich am Anfang ziemlich lange warten, außer man baut natürlich logischerweise mehr Holzfäller und mehr Sägewerke. Hier ist die Produktion alle 15 Sekunden und hier auch alle 15. Das heißt, wenn die einen Stamm rausholen, das erklärt dann auch, dass das teilweise ein bisschen langsam ist. Ich würde hier vielleicht nochmal... Ah, da siehst du übrigens auch die Fruchtbarkeit des Bodens, ne? Also wenn du jetzt hier hingehst, dann ist sie null, weil da kein Wald in der Nähe ist. Und umso weiter dich du dann davon entfernst, umso schlechter wird das. Theoretisch könntest du das Ding halt auch hier hinstellen, das würde gehen. Ich stelle den jetzt einfach mal noch hier rein. Ah, war ein Stück zu weit hinten. Ja, einen Augenblick, wir stellen das dann da dran. Das ist ein bisschen angenehmer. Dann haben wir da noch ein... Wir haben da noch ein zweites Sägewerk, also ein Sägewerk, das... das reicht vielleicht erstmal. Wir warten da jetzt ab. So, bei wie viel Arbeiter sind wir? Wir haben, Moment, 54 von den benötigten 70. Ich würde mal sagen, wir stellen hier hinten mal noch so drei Häuschen hin. Vielleicht geht auch noch ein viertes. Ich ziehe da in meiner Straßenbausucht auch direkt mal eine Straße drum. Der neueste Meilenstein ist freigeschaltet. Jetzt geht es hier mit Kaktusfarmen weiter. Da brauchen wir erstmal 5 Bretter. Da müssen wir erstmal kurz warten. Irgendwas mangelt. Ja, das ist hier, siehst du, dass jetzt gerade Kaktus ist ein Bedürfnis der Arbeiterklasse. Das hätten sie gerne. Ich bräuchte dafür aber halt erstmal Bretter. Mehr als 3. Exakt 5. So. Die 5 haben wir, dann können wir jetzt hier eine Kaktusfarm bauen. Die stellen wir relativ nah mal hier dran. Das Problem ist, die funktioniert halt nicht einfach so. Da müssen wir auch noch ein paar Felder platzieren. Da mache ich jetzt mal so 3 Stück drumrum. Und dann produzieren die jetzt Kaktus. Und jetzt dauert das alles wieder einen Moment. Hier
rollen da manchmal auch so komische Bälle rum, hier wie der da. Da kannst du draufklicken, dann kriegst du Geld oder ein paar Ressourcen. Kann man immer mal nach Ausschau halten. Und wir können ja auch nur hier in dem Bereich bauen bis jetzt. Der Minenschacht ist übrigens da. Vorher gilt es aber, den Bahnhof zu reparieren, damit wir handeln können. Was brauchen wir denn, um den Bahnhof zu reparieren? 4 Bretter, wir haben nur 3. Vielleicht haben wir Glück, jetzt haben wir mehr. So. Wir brauchen noch 120 Arbeiter, das habe ich jetzt übersehen. Muss ich zu meiner Schande tatsächlich gestehen. Ich ziehe mal ein paar Straßen, weil das ist was, was mir ganz wichtig ist. Und dann bauen wir, wie viele Bretter habe ich? Ja, genug, ne? Dann stellen wir hier mal überall noch 2. Und hier auch noch 1 hin. Dann haben wir erstmal genug. Dann haben wir allerdings keine Bretter mehr, um den Bahnhof zu reparieren. Jetzt habe ich zwar wahrscheinlich genug Leute, aber keine Bretter mehr. Das ist natürlich wieder traurig. Wir gucken uns mal gerade um, ob wir noch so einen rollenden Ball sehen. Der hatte wieder ein paar Bretter dabei, das ist hervorragend. So, jetzt wo das alte Mädchen wieder in Schuss ist, können wir viel leichter neue Vorräte kommen. Moment mal, was ist das? Na, sieh mal einer an, jemand hat sich dort hinten in den Schatten versteckt. Oh, meine Güte. Nein, nicht versteckt. Nur geschlafen. Der Zug fährt wieder. Hallo? Es ist nur ein alter, verrosteter Bot. Ich kann ihn von meinem Vollstrecker rauswerfen lassen. Jo. So behandelt man doch keine Fremden. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Ich will kein Fremder sein. Ich bin der Händler. Das ist, was ich am besten kann. Glaube ich. Ich kann den Handel für euch übernehmen. Der Zug gehorcht mir. Das klingt echt hilfreich, Partner. Willkommen an Bord. Ich bin dabei. Das Grollen des Bodens macht mir Angst. Warum kann ich mich nicht erinnern? Also hier sehen wir jetzt, wann der Zug kommt. Also der ist jetzt, ne? Können wir jetzt handeln, wie gesagt. Ne? Ankunft des Zuges ist dann in, hier siehst du auch die Zeit, in 4 Minuten knapp. 4, also 5 dauert es insgesamt. Jetzt haben wir noch 4 Minuten 35. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Jetzt kann ich hier Sachen aufwerten. Ne? Also wenn du jetzt hier irgendwas findest, kannst du das in die Gebäude stecken. Da kommen wir aber noch zu. Wir brauchen jetzt einen Holzkohleofen. Den stellen wir mal direkt gegenüber. Ja, ich weiß nicht, ob man später, wie viel von diesen Holzfällern man braucht. Das ist irgendwie gefühlt eine ganze Menge. Was ist denn jetzt der neue Meilenstein? Ah, wir brauchen 200 Arbeiter. Okay. Wie ist denn die Zufriedenheit? Ah, hier hinten ist sie nicht so gut, weil wir haben keinen Warenhandel mehr. Den stellen wir dann mal dahin und dann schon läuft die Sache wieder mit der Zufriedenheit viel besser. Aber jetzt ist eben das Bedürfnis der Kohle nicht erfüllt. Das hätten sie aber ziemlich gerne. Wir kontrollieren mal noch, ob es noch weitere Bedürfnisse gibt, die nicht gestillt sind. Ja, hier hinten fehlt zum Beispiel auch das Wartungsequipment. Das ist auch nicht so schön. Da müssen wir dann auch mal gucken, dass wir das irgendwie so dahin buxieren. Dann freuen sich da auch nochmal alle. Jetzt müssen wir halt erstmal auf Kohle warten. Schneller geht halt. Dauert halt mit der Kohle. Man könnte natürlich jetzt ein bisschen handeln. Das könnte man machen, aber naja. Bei meinem ersten Versuch habe ich deutlich mehr Holzfäller gebaut. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob man das wirklich braucht. Wir brauchen Ingenieure, um den Minenschacht wieder zum Laufen zu kriegen. Wir müssen aber noch viel Unbekanntes überwinden, bevor wir an die antike Technik kommen. Da gibt es also Dinge, die du selbst nicht weißt. Na, das ist ja meine Überraschung. Wie reizend. Es ist unwahrscheinlich, dass du noch andere Fragen hast, auf die ich keine Antwort weiß. Na, wenn das so ist, du Schlaumeier. Ich höre dieses komische Geräusch, seit wir hier angekommen sind, fast wie ein trauriges Lied. Weißt du, was das ist? Das bestätigt meinen Verdacht. Du kannst es hören. Dann hörst du es also auch? Nein, ich kann es nicht hören, aber ich kann es spüren. Aber was ist das?
Die Stadt, die hier einst stand, war völlig auf die Technologie angewiesen, die sie am Laufen hielt. All diese Technologie wurde über das gleiche Steuersignal gesteuert, das alte Signal. Das ist es, was du hörst. Das ist ein bisschen verrückt. Nächster Meilenstein, wir brauchen Ingenieure. Okay. Jetzt kann man hier die Häuser einfach upgraden und danach siehst du dann, was die hier so für Bedürfnisse haben. Da brauchst du zum Beispiel eine Brennerei und so ein... In der Stadt wird es langsam eng. Wir müssen expandieren. Kümmer dich darum. Wir werden mehr Platz für Fabriken brauchen und, was noch viel wichtiger ist, für Wohngebäude. Einst standen hier so viele Häuser. Jetzt ist hier nur noch Sand. Ich frage mich, wohin das alles verschwunden ist. Verschone uns mit deinem sinnlosen Geschwafel, Rostlaube. Vollstrecker, trommel deine Hilfs-Sheriffs zusammen und räum den Schutt weg. Jo. Ja, jetzt ist hier eine geringe Zufriedenheit. Das hat eventuell ein bisschen mit der Kohle zu tun. Wir werden jetzt erstmal noch einen... wir werden erstmal noch ein Sägewerk bauen. Warum ist denn das hier rot? Was soll denn der Quatsch? Das mal dahin. Ja, so. Und dann brauchen wir einen Fußweg. Prima. Und dann bauen wir vielleicht nochmal so ein Kohleteil. Bin mir da unschlüssig. Und vielleicht hilft das dann allen weiter. So, wir müssen kurz mal gucken, was brauchen wir denn jetzt? Wir brauchen auf jeden Fall eine Brennerei und hier so eine Schnapsbude. Hier so ein Saloon. So, wir brauchen mehr Bretter. Der Bretter ist ja toll. Wie viel Bretter braucht er denn? 12 braucht er und 2000. Ich habe keine Bretter. Jetzt habe ich 12 Bretter, dann könnten wir schon mal den ersten Saloon bauen. Das machen wir auch sofort. Dann ist nämlich er schon einigermaßen happy. Für die Brennerei brauchen wir eine Sandsieberei. Die würde ich vielleicht mal... Da muss man auch gucken, dass man hier fruchtbar hat und so, ne? Das ist auch wichtig. Hier hat man dann eine Fruchtbarkeit von 100. Das sieht ganz gut aus. Ich würde die dann so drehen, dass man sie vielleicht hier so dran tüllt. Brauchen wir aber auch 6 Bretter. Ich baue erstmal noch was für Bretter. Mehr Sägewerk, bitte. Danke. Wer weiß, zu was es führt. So, dann werden wir jetzt hier das Sandteil hinstellen. Als nächstes brauchen wir dann einen Glasbläser. Der braucht aber auch 10 Bretter. Dann braucht man eine Brennerei. Der braucht 8 Bretter. Und wir werden vermutlich auch noch mehr Kaktusfarmen brauchen. Da können wir gleich mal eine hinstellen. Und dann platzieren wir hier die Felder so. Dann haben wir eine zweite Kaktusfarm. Das macht das Ganze schon mal ein bisschen safe. Uns dürften wohl ein paar Arbeiter fehlen. Wir haben -4. Aber wir haben keine Bretter, um abzugraden, abzudaten, wie das auch immer genannt werden möchte. Jetzt haben wir das geschafft. Wir haben aber immer noch zu wenig. Gut, jetzt muss natürlich erstmal die Kohle wieder nachgefüllt werden. Und dann fehlt ja immer auch noch der Schnaps, ne? Da warten wir jetzt erstmal. Was brauchen wir denn da jetzt noch? Den Glasbläser. Dafür brauchen wir aber noch mehr Ingenieure. Ich mach mal ein paar. So, das macht schon mal ein paar mehr. Das ist schon mal ganz gut. Jo. Naja, ich weiß, das Bedürfnis ist nicht erfüllt. Jetzt gucken wir uns mal kurz um, ob hier irgendwo so komische Dinger durch die Gegend rollen. Weil das jetzt unser Gebiet ist ja jetzt auch erweitert. Wir haben ja jetzt den Minenschacht.
Das gehört ja jetzt alles uns. Wir können ja jetzt alles volltackern hier mit. Oh, hier liegt so ein Teil. Nimm das mal mit. Das ist nur Geld. Okay, da habe ich ein Geräusch gehört. Das kenne ich noch nicht. Habe ich vielleicht beim letzten Mal nicht drauf geachtet. Ah. Drei von diesen roten Dingern. Ich weiß gar nicht, was das ist. Vielleicht finde ich es noch raus. Ansonsten kann ich vielleicht auch mit leben, dass ich es nicht weiß. Man kriegt auf jeden Fall ein paar davon. Wie viele Bretter haben wir? Können wir jetzt hier den Glasbläser bauen? Den Glasbläser würde ich daneben stellen. Zack. Oh, für eine Brennerei brauchen wir dann nochmal 8 Bretter. Wir brauchen auch deutlich mehr Dingens hier. Ingenieure. Können wir hier mal ganz kurz mein Leitungssystem für die Straßen weiterführen? Das würde ich schön finden. Mach das mal weg hier. Da weiß ich nicht, ob ich da weiterbaue. Vielleicht wäre mir das mit den Ingenieuren dann auch aussiedeln. Zwar weiter nach hier hin. Brauchen wir nämlich schon ein paar von. Jetzt haben wir nämlich schon wieder eigentlich zu wenig. Da können wir mal gerade den hier verbessern. Und dann brauchen wir ja auch noch ein paar Arbeiter, ne? Die machen ja auch nicht einfach so ohne. Jetzt müssen wir mal gucken, ob alle Bedürfnisse erfüllt werden. Ja, bei manchen Sachen dauert es halt einen kleinen Moment. Aber im Grunde läuft das. Schön. Wir können dann auch noch hier hinten ein Stück weiter mit den Arbeitern arbeiten. Gut, gut. Dann können wir jetzt die Brennerei selbst bauen. Die stellen wir da hin. -5. Naja, das ist jetzt absehbar gewesen. Gucken nochmal, ob wir irgendwo ein paar Bretter finden. Finden wir ein paar Bretter, bitte?